Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über den Deutschen Anlegerclub geschrieben, welchen er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bei dem Deutschen Anlegerclub handelt es sich um einen Workshop für Trading und Investments am Forex- und Finanzmarkt. Man lernt dort Insider-Strategien, mit denen man an der Börse und im Aktienhandel langfristig erfolgreich ist. Markus Schipke und Markus de Maria leiten den Club zusammen. Mark Schipke ist spezialisiert auf Trading und Investing. Er ist außerdem auch Gründer des Clubs, der 2013 entstanden ist. Als Verstärkung hat er sich den Experten Markus de Maria ins Boot geholt, der als einer der besten Investmenttrainer in England gehandelt wird. Von ihm stammen die Strategien und das Know-how zum Devisenhandel. Mit nur 20 Minuten täglich über einen Zeitraum von 12 Monaten kann man zusammen mit dem Deutschen Anlegerclub in der eigenen persönlichen finanziellen Freiheit angekommen sein, nach der wir alle streben. Das ist möglich mit dem Wissen der zwei Profis, die genau zeigen und erklären, wie man sein Geld vervielfacht. Hier wird es jedem ermöglicht, selbst an der Börse zu agieren, mit Aktien zu handeln, Trades am Währungsmarkt durchzuziehen und insgesamt gute Investments anzulegen. Der Finanzmarkt ist schon lange nicht mehr nur für Banker, Broker, Unternehmer, kurz gesagt nicht mehr für Leute, die sich damit auskennen. Durch die Ausbildung des Clubs kann jeder Privatmann selbst, wenn er zuvor noch nie mit Aktien und Co. in Berührung gekommen ist, lernen. Wie man dort agiert, wie die Märkte funktionieren und wie man die Situationen gewinnbringend ausnutzen kann. Gezeigt werden verschiedene Investmentmöglichkeiten, sodass man entscheiden kann, welche am besten zu einem passt. Die anvisierte monatliche Rendite liegt zwischen 3-6% mit den Methoden des Anlegerclubs. Bevor ich mich für die Mitgliedschaft entschlossen hatte, habe ich das Internet durchforstet nach Tipps zum Einsteigen in den Aktienmarkt. Wie man dort Gewinne erzielt, ohne Mengen an Geld zu verlieren und worauf man als Anfänger generell achten muss. Aber ich wollte nicht einfach nur mein Geld anlegen, sondern auch das System dahinter verstehen, die Prozesse, die am Finanzmarkt ablaufen, die man nicht sieht. Schnell wurde mir hier klar, dass das ein komplexes Thema ist, das nicht mal eben zwischen Tür und Angel geklärt werden kann. So verlagerte ich meine Suche auf Finanzcoachings, Broker mit jahrelanger Erfahrung, die vielleicht etwas von ihren Erfahrungswerten abgeben möchten. In den Suchergebnissen tauchte schließlich der Deutsche Anlegerclub auf. Jetzt warf ich noch einen Blick in den Lebenslauf von Markus de Maria und entschied mich, den kostenlosen Testmonat vorerst in Anspruch zu nehmen. Die Art und Weise, wie die Insider-Strategien erklärt werden, sind verständlich und so aufgelegt, dass man als Einsteiger problemlos folgen kann. Besonders interessant finde ich das ganze Hintergrundwissen, welches man hiermit auf den Weg bekommt. Zum Beispiel, wie man kategorisch erzählt bekommt, dass man seine Finanzen immer in die Hand eines Experten legen sollte, sobald es um den Aktienmarkt geht. Als Laie hätte man schließlich nicht die nötigen Einblicke, das Wissen, um dort wirklich Geld zu verdienen. Genau aus diesem Grund gibt es nur wenige Leute, die sich trauen, es doch einmal auszuprobieren. Es werden unterschiedliche Wege veranschaulicht, wie man investieren kann, ob am Forex oder Geldmarkt, überall wird eine passende Strategie angeboten. Der Deutsche Anlegerclub legt viel Wert auf Sicherheit. Wie ist das möglich aus diesem unsicheren, instabilen Bereich? Man lernt, wie man mit allen eintretenden Marktsituationen umzugehen hat, sodass man immer als Gewinner rausgeht. Egal ob Börsencrash, Währungsreform oder sonstiges. Wenn man der Situation voraus ist, weiß man, wie man handeln muss und es kommt zu keiner Fehlinvestition. Ich persönlich habe die Tipps und Methoden alle streng befolgt. Zunächst habe ich es an einem Demokonto getestet, da ich mir sicher sein wollte, dass es funktioniert. Letztendlich habe ich mich geärgert, dass ich nicht sofort durchgestartet bin. Ich habe wöchentlich immer Plus gemacht, sodass ich den Entschluss fasste, ca. 1000 Euro von meinen Ersparnissen zu riskieren. Nach einer gewissen Zeit merkte ich, dass ich kaum riskiere, spekuliere, da ich einen Plan vor Augen habe, den ich nicht mehr aus den Augen lassen möchte. Ich habe mich tatsächlich stets im Rahmen der angepeilten 3-6% Rendite bewegt. In manchen Wochen erreichte ich zwar nur knapp die 3%, dafür gab es aber auch andere, wo ich deutlich über 6% lag. Bis jetzt kann ich noch nicht sagen, dass ich finanziell unabhängig bin. Neben meinem Vollzeitjob nehme ich mir täglich ungefähr 30 Minuten, um nach meinen Trades und Investments zu schauen. Für den Aufwand, den ich betreibe, halte ich viel zurück, wenn man das mal ins Verhältnis setzt mit meinem aktuellen Stundenlohn. Zurzeit habe ich das Gefühl, auf einem guten Weg zu sein, jedoch weiß ich nicht, ob ich dies in Vollzeit betreiben wollen würde. Das liegt aber wohl an der Persönlichkeit. Wenn hier jemand lernen möchte, wie man tradet, also handelt, dann kann ich es durchaus empfehlen. Dazu benötigt man nur genug Mumm, um echtes Geld zu investieren und genug Motivation, um dran zu bleiben. Die meisten Webseiten, auf denen man handelt,
handeln kann, bieten diese Option. Das ist quasi das Monopoly-Geld der Broker. Wenn man merkt, dass man den Dreh raus hat, kann man sein Geld einsetzen. Wer sich jetzt immer noch nicht sicher ist, dem könnte eventuell Folgendes eine Entscheidungshilfe sein. Zurzeit gibt es das Buch finanziell unabhängig in 12 Monaten kostenlos auf der Webseite deutscheranlegerclub.de. Dazu gibt es außerdem noch ein Seminarticket, wo man die Möglichkeit hat, die Gesichter hinter den Club persönlich kennenzulernen und im Vortrag zu hören. Nicht empfehlen würde ich es denjenigen, die gar kein Geld zur Verfügung haben. Es wird davon ausgegangen, dass man mit ca. 1000 Euro einsteigt. Dies ist für viele Menschen, und das war es auch für mich, eine hohe Summe, die man nicht mal so eben aufbringen kann. Ansonsten würde ich meiner Empfehlung keine weitere Einschränkung hinzufügen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.